und bei den finanziellen Spielräumen immer im Blick haben. Dass wir es nicht nur in erster Linie mit dem Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2013 vergleichen müssen, sondern mit dem Eckwertebeschluss, in dem wir die Eckwerte für die Haushaltsplanung, für den Regierungsentwurf des Haushalts 2014 und die Eckwerte für den Haushalt 2015 und die mittelfristige Finanzplanung vom März, in dem wir ja schon aufgrund der veränderten gesamtwirtschaftlichen Prognosen eine gewisse Anpassung der Annahmen vorgenommen haben. Das Ergebnis der Steuerschätzung ergibt gegenüber der Prognose von November letzten Jahres für das Jahr 2014, wie Sie aus den Ihnen vorliegenden Zahlen ergeben können, eine leichte Verschlechterung und in den Folgejahren nur marginale Verbesserung. Wir haben für 2014 nach dem Ergebnis der Steuerschätzung für den Bund mit 268,2 Milliarden Einnahmen können wir rechnen. Die Länder mit die entsprechenden Zahlen für die Länder haben wir auch in der Tabelle enthalten. Da sind wir bei 252,2, für die Gemeinden 87,6 und für die EU 31,9, gibt gesamtstaatlich 639,9. Für den Bund ist das gegenüber der Steuersetzung vom November und gegenüber dem Eckwertebeschluss für den Haushalt 2014 eine Verringerung gegenüber den Haushaltsannahmen um 0,7 Milliarden Euro in 2014. Für die Folgejahre haben wir eine leichte Steigerung gegenüber dem Eckwertebeschluss in 2015 um 0,1. In 2016 liegen wir wiederum um 0,2 unter den Annahmen beim Eckwertebeschluss. In 2017 liegen wir genau auf der Höhe des Eckwertebeschlusses und in 2018 sind wir 0,2 Milliarden höher. Also auf Deutsch, wir sind genau in dem Spielraum, den wir bei der Haushaltsplanung, beim Entwurf für den Bundeshaushalt 2014, 2015 und für die mittelfristige Finanzplanung zugrunde gelegt haben. Und es bleibt ein ehrgeiziges Ziel, die strukturelle Null in diesem Jahr 2014 zu erreichen und ab 2015 ohne Neuverschuldung auszukommen. Die Veränderungen sind, wie gesagt, außergewöhnlich gering. Es zeigt im Übrigen auch, dass wir natürlich die nationalen und europäischen Defizitregeln mit gutem Abstand, mit richtigem Sicherheitsabstand einhalten und dass wir die Schuldenstandsquote bis 2018 auf 65% senken können, womit wir den europäischen Regeln innerhalb von 20 Jahren auf 60% den Gesamtschuldenstand abzusenken deutlich entgegenkommen und auch insoweit auf dieser Linie liegen. Wir haben in den gesamtwirtschaftlichen Annahmen keine Annahme nehmen können, welche Verschlechterungen sich aus den geopolitischen Risiken, wie das die Finanzpolitiker weltweit definiert haben, ergeben können, aber dass natürlich auch sich aus der internationalen Lage und insbesondere aus der Krise, die sich um die Ukraine entwickelt hat und in der Ukraine inzwischen auch natürlich auch Auswirkungen ergeben können. Wir haben ein anderes Problem im 2014. Das Finanzgericht Hamburg hat Entscheidungen zur Kernbrennstoffsteuer für vorläufig vollstreckbar erklärt. Das verpflichtet uns zunächst einmal rund 2,3 Milliarden Euro an die klagenden Unternehmer zurückzuzahlen. Wir haben gegen diese vorläufige Entscheidung Beschwerde eingelegt. Im Hauptsacheverfahren hat das Finanzgericht Hamburg Vorlagebeschlüsse sowohl an das Bundesverfassungsgericht als an den Europäischen Gerichtshof gestellt. Wir gehen davon aus, dass der Bundesfinanzhof die aufschiebende Wirkung wiederherstellen wird. Aber wir sind nach der geltenden Rechtslage zunächst einmal verpflichtet, die Rückzahlung an die klagenden Unternehmen vorzunehmen. Wir werden es in den nächsten Tagen tun. Und wir müssen mit dem Haushaltsausschuss darüber reden, wie wir dieses Problem in der Haushaltsplanung für 2014 entsprechend berücksichtigen. Aber auch das ist eher ein zusätzliches Risiko. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind auf einem guten Weg.
Wir haben mit kontinuierlicher Fortsetzung der großen Anstrengungen die Möglichkeiten, die Ziele zu erreichen. Kein strukturelles Defizit in diesem Jahr, keine Neuverschuldung für den Bundeshaushalt ab 2015. Aber es bedarf großer Anstrengungen und Spielräume gibt es. Zusätzliche Spielräume gibt es nicht. Im Übrigen zeigen die Entwicklungen auch, dass von den geringen Verbesserungen in diesem und in den folgenden Jahren oder von den Verschlechterungen in diesem Jahr die Länder in jedem Jahr günstiger dastehen als der Bund. Das heißt, für die Verteilungsdebatte zwischen Bund und Ländern ergeben diese Zahlen allenfalls nur die Bestätigung, dass der Bund von allen drei öffentlichen Gebietskörperschaften mit Abstand die schlechtesten Finanzkennziffern hat, was hoffentlich meine Kollegen in den Ländern auch zu einer gewissen Zurückhaltung in Forderungen an den Bund veranlassen wird. Okay. Vielen Dank. Dann haben Sie jetzt Gelegenheit zu fragen. Herr Santewani als Erster hier vorne. Herr Schäuble, ist mit dem Ergebnis der Steuerschätzung die Debatte über die kalte Progression für diese Wahlperiode ein für alle Mal zu den Akten gelegt oder sehen Sie nach wie vor möglicherweise in den Folgejahren irgendwann noch Chancen? Danke. Mit den Ergebnissen dieser Steuerschätzung ist zunächst einmal manche Debatte in den Medien in den letzten Wochen doch ein Stück weit widerlegt. Also Sie wissen, ich habe eine Grundneigung, das Leben nicht ganz so ernst zu nehmen und deswegen manche Dinge etwas ironisch zu kommentieren. Wenn ich noch vor ein paar Tagen in wichtigen Medien gelesen habe, wie viel Mehreinnahmen wir in den nächsten Jahren haben werden und so weiter. Da waren zweistellige, dreistellige Milliardenbeträge. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich zu dieser Pressekonferenz vielleicht so einen Rettungsring mitbringen soll, um das ein bisschen zu symbolisieren. Die Lage ist nicht anders, als sie beim Abschluss des Koalitionsvertrags war. Wir können ohne Steuererhöhungen dieses Ziel erreichen. Die Koalition ist sich einig, dass das Priorität hat. Und wenn diese Priorität an der Priorität weiterhin umgesetzt, festgehalten wird, dann schaffen wir das auch. Aber das muss so sein. Und damit sind die Spielräume gering. Aber ich kann nicht ausschließen, dass aus dem politischen Raum oder im medialen Raum die Debatte weiter beflügelt wird. Das ist der Vorteil der Demokratie, dass jeder reden darf, was er will. Und die Verpflichtung der Regierung ist es, gelegentlich auf die Faktenlage hinzuweisen, was ich mit der Verkündigung der Ergebnisse der amtlichen Steuersetzung hiermit tue. Herr Gerst war der Nächste. Herr Schäuble, auch nochmal mit Hinblick auf die vorangegangene Berichterstattung. Das Ergebnis ist jetzt doch etwas überraschend gekommen. Womit erklärt sich das denn, dass Sie plötzlich ein Minus hinnehmen müssen, statt erwarteter Mehreinnahmen in diesem und in den kommenden Jahren? Naja, Herr Gerst, ich meine, ich habe gelernt in meinem kurzen politischen Leben, dass Politiker niemals Medien kritisieren sollen. Also kann ich Ihnen Überraschungen, die Sie produziert haben, von denen ich immer gesagt habe, stimmt nicht, auch nicht kommentieren. Erstens, aber woran erklärt sich, dass die Erwartungen ein Stück weit anders waren? Sobald wir es auf den realistischen Gehalt nehmen, gibt es ein Problem, mit dem haben sich auch die Schätzer offenbar in den letzten Tagen einigermaßen intensiv auseinandergesetzt. Nämlich, wir haben ein günstiges erstes Quartal gehabt bei den Steuereinnahmen, weil wir einen außergewöhnlichen klimatischen Verlauf im ersten Quartal dieses Jahres hatten. Ich habe im Zusammenhang mit der Lohnsteuerstatistik in den letzten Wochen schon einmal darauf hingewiesen. Und ein milder Winter führt im ersten Quartal dazu, dass die Lohnsteuereinnahmen und die Steuereinnahmen insgesamt ein bisschen höher sind als im Jahresschnitt. Und jetzt ist die Frage, für die Statistiker und für die Rechner und für die Experten, setzt sich diese Entwicklung im Laufe des Jahres fort oder stellen wir stärker ab bei den Steuersetzungen, bei den Einnahmeschätzungen, nicht nur auf die realen Zahlen des ersten Quartals, sondern auf die gesamtwirtschaftlichen Annahmen für die Entwicklung im ganzen Jahr. Und dazwischen finden Sie dann eine Variante zwischen plus oder minus eine Milliarde oder irgendwas. Mehr war von vornherein nicht realistisch, wenn man nicht den Fehler begangen hat, der manchen Ihrer Kollegen auch unterlaufen ist. Das ist auch keine Kritik, dass man die Zahlen der Steuersetzung vom November
zugrunde gelegt hat und nicht berücksichtigt hat, dass wir bei der Aufstellung des Haushalts, wie es nach der Bundeshaushaltsordnung unsere Pflicht ist, natürlich die aktuellen Zahlen vom März schon zugrunde gelegt haben, was den Spielraum schon sehr viel kleiner gemacht hat. Wenn Sie sich in dieser Statistik, ich weiß nicht, ob wir die verteilt haben, so, aber zur Verfügung steht sie, wo das im Einzelnen aufgeschlüsselt ist, dann können Sie erkennen, dass die Abweichungen beim Bund im Wesentlichen durch die Änderung, durch die Erhöhung der EU-Abführung in Höhe von 600 Millionen begründet ist. Wir haben ja gegenüber der Steuerschätzung vom November einen Rückgang um 800 Millionen. Davon sind 600 Millionen durch erhöhte EU-Abführungen. Und dann sind noch einmal rund 100 Millionen durch zwischenzeitlich eingetretene Rechtsänderungen. Sie wissen, die Steuerschätzung muss immer die geltende Rechtslage zugrunde legen, eingetreten. Es hält sich also auch im Grunde sehr eng an das Ergebnis der Steuersetzung vom November, um auch dies zu sagen. Aber die öffentlichen Erwartungen sind ein bisschen anders, kommt aber auch daher, dass gelegentlich man nicht sorgfältig genug unterscheidet, wenn ich natürlich die absoluten Zahlen von 2014, das können Sie auch bei diesen Zahlen nehmen, mit 2018 vergleichen, kommen Sie auf beachtliche Steigerungsraten. Wenn Sie sich allerdings in den absoluten Beträgen, wenn Sie sich allerdings klar machen, dass wir eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit einer nominalen Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von jährlich zwischen 3,5 und 4% ausgehen. Die nominale Wirtschaftssteigerung setzt sich zusammen aus dem realen Anstieg. Das ist für dieses Jahr 1,8, für nächstes Jahr mit 2% prognostiziert. Und der Preissteigerungsrate, die jeweils mit etwa 1,7% für Deutschland prognostiziert ist, dann kommen Sie auf eine Steigerungsrate von 3,5 bis 4% jährlich. Und wenn Sie das mal 4 nehmen, dann kommen Sie auf einen Prozentsatz irgendwo bei 15, 16, 18%. Und damit haben Sie dann auch den auf Anhieb eindrucksvoll wirkenden Anstieg der Einnahmen zwischen 2014 und 2018 erklärt. Das heißt, es empfiehlt sich, wenn man diese Zahlen als realistische Grundlage für Entscheidungen nehmen will, sie ein bisschen genauer anzugucken. Deswegen sind wir hier zusammen. Ich bedanke mich für Ihr Mitmachen. Der nächste ist Herr Pichler. Vielleicht als Hinweis, dass die Anlage 3 bei Ihnen in Ihren Unterlagen, die der Minister eben zitiert hat. Ich weiß nicht, was Sie verteilt haben. Ja, aber ich. Aber Sie. 1, 2, 3. Gut. Herr Schäuble, jetzt hat sich ja in den letzten Jahren. Ja, da gibt es das vorbelastet. Es ist diesmal nicht in Farbe. Alles gut. In den letzten Jahren hat sich ja beim Haushalt herausgestellt, dass die Zahlen konservativ gerechnet waren, dass man da eher noch Reserven eingebaut haben. Deshalb doch noch die Frage, wenn man das Ergebnis jetzt mit der Steuerschätzung vom Herbst vergleicht, gibt es da doch deutliche Mehreinnahmen, zumindest in diesen 4, 5 Jahren. Und könnten Sie denn sagen, wenn sich das bewahrheitet, wo da Ihre Prioritäten liegen, abseits vom Schuldenabbau? Es gibt ja Forderungen, Investitionen stärker auszustatten und auch diese Steuer, die kalte Progression. Wo würden Sie da den Schwerpunkt sehen? Also im Augenblick liegt meine Priorität darin, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, was ich gerade als ehrgeizig beschrieben habe, schaffen. Und das muss, das, ich meine, der Entwurf des Haushalts 2014 ist derzeit in der parlamentarischen Beratung, nicht? Also der Haushalt ist in den Händen des Parlaments, im Augenblick des Haushaltsausschusses. Und die Kollegen wissen das auch. Ich habe die Kollegen der Koalitionsfraktionen natürlich auch, insbesondere auch über die bestehenden Risiken informiert. Wir sind ja in einer engen Abstimmung ständig und wir wissen, es ist möglich. Aber es ist nur möglich, wenn wir tatsächlich das machen, was wir uns in den Koalitionsvereinbarungen verabredet haben. Im Übrigen habe ich bei der Vorlage des Entwurfs des Bundeshaushalts 2014 im Deutschen Bundestag ja gesagt, dass wir im Zuge dieser Legislaturperiode natürlich noch eine Reihe von Fragen haben, die wir heute noch nicht abschließend geklärt haben. Sie wissen, dass wir in einer gewissen Diskussion innerhalb der Regierung sind, die ist nicht eilbedürftig, sie wird auch geordnet zu einem Ergebnis und zum Abschluss gebracht, wie wir die 5 Milliarden in der Legislaturperiode, die wir insgesamt durch verstärkte Ausgaben des Bundes im Bereich der Bildung, also im Bereich originärer Länderaufgaben aufbringen wollen, wie wir das genau aufteilen. Ich habe bei der Einbringungsrede zum Bundeshaushalt
darauf hingewiesen, dass wir die zusätzlichen Beträge, die wir im Koalitionsvertrag für die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur an Steigerungsmitteln haben, noch nicht in voller Höhe haben, weil wir auch dort noch ein Stück weit überholende Entwicklungen haben. Ein neues Verkehrswegegutachten, das zu verringerten Mauteinnahmen führt, weil nach der Systematik der Maut natürlich die niedrigen Zinsen, die wir derzeit haben, auch dazu führen, dass die Finanzierungskosten geringer sind und damit auch der Schlüssel für die Berechnung der Mautabgaben. Man sieht im Übrigen auch bei diesen Zahlen, dass Entwicklungen immer auch Nebenwirkungen haben, zum Beispiel die erhöhte EU-Abführung von 600 Millionen in diesem Jahr, hat unter anderem, aber nicht zuletzt damit zu tun, dass die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland besser ist als in anderen Ländern der Europäischen Union, was im Ergebnis dazu führt, dass wir eine höhere EU-Abführung haben müssen, was ja das europäische Prinzip ist. Ich beklage es gar nicht. Ich bin auch froh, dass wir eine bessere wirtschaftliche Entwicklung haben. Aber deswegen sind die Spielräume nicht so groß, wie eine notwendigerweise manchmal vereinfachte öffentliche Debatte suggeriert. Und wir müssen ja im Sinne der mündigen Demokratie müssen wir sorgfältig durch präzise Informationen aufklären. Sie hatten die nächste Frage. Genau. Charlie Gründeberg, Bayerischer Rundfunk. Ich habe noch mal eine Frage zu der Diskrepanz zwischen der öffentlichen Erwartung und dann den tatsächlichen Zahlen. Wie kann man sich das vorstellen, wie das innerhalb des Arbeitskreises Steuererschätzung ablief? Gab es da auch eine gewisse Diskrepanz oder waren die verschiedenen Experten mit ihren Zahlen eigentlich relativ nah beieinander? Naja, ich meine, die gesamtwirtschaftlichen Annahmen, die der Steuersetzung zugrunde liegen, die sind bekannt, die sind ja auch uns, die Bundesregierung hat ja auch ihre Prognosen amtlich zugänglich gemacht und wir kennen auch die Zahlen des Sachverständigenrats, der internationalen Institutionen, darüber kann man ja nicht streiten, so wie unter Experten und der Steuerschätzern über Fakten nicht so sehr gestritten wird. Die Einnahmen, die Kasseneinnahmen des ersten Quartals sind auch bekannt und daraus hat sich eine gewisse fachliche Diskussion ergeben, so wie die Steuersetzer, das sind erfahrene Leute und das ist ein komplizierter Prozess, das wird intensiv gemacht, es muss ja auch stimmen oder so belastbar wie irgendwie möglich sein, aber mehr ist es dann auch nicht. Die öffentliche Erwartung, die eine völlig andere war, aber der Bundesfinanzminister hat, soweit er sich dazu geäußert hat, immer dem entgegengewirkt. Sie haben es ihm nur nicht geglaubt, vielleicht ist einfach Ihre Lehre daraus, vertrauen Sie dem Bundesfinanzminister. Frau Riedel. Die Länder und Gemeinden stehen ja ein bisschen besser da als der Bund. Wie kommt das? Und können Sie vielleicht noch sagen, bei welche Steuern Sie annehmen, dass die besonders gut laufen und welche vielleicht eher nicht gut, also speziell wie sich die Einkommensteuerentwicklung laut Schätzung entwickelt? Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten, da muss ich dann den Herrn Miesen notfalls bitten, weil ich so genau die Tabellen noch gar nicht studieren konnte. Die generell leicht unterschiedliche Entwicklung zwischen Bund einerseits, Länder und Kommunen andererseits, abgesehen von dem spezifischen Problem der EU-Abführungen, die den Bundeshaushalt nur betrifft, begründet sich darauf, dass eben die einzelnen wir haben Gemeinschaftssteuern, an denen partizipieren Bund, Länder und Gemeinden zu den festgelegten Schlüsseln. Aber dann haben wir spezifische Steuern. Wir haben in diesen Tagen gelesen, dass Erbschaftssteuer aufkommen, dass eine Ländersteuer gestiegen ist, stärker als andere Steuern. Wir haben bei der Grundsteuer eine Entwicklung in vielen Gemeinden durch Hebesatzentscheidungen. Und darüber hinaus vermute ich, dass die Mineralölsteuer nicht so dynamisch sich weiterentwickelt. Das ist keine Klage irgendwie. Aber bei unterschiedlichen Steuerarten ergeben sich diese leicht unterschiedlichen Entwicklungen zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften. Ich leite ja daraus nur ab, die freundschaftliche oder bundesfreundliche, dem Prinzip bundesfreundlicher Grundhaltung, was ja ein Verfassungsprinzip ist, bitte an Länder und Gemeinden, nicht zu glauben, man könne eigene Probleme zulasten des Bundes lösen. Es muss jeder vor seiner Tür kehren. Wir wollen unsere
Probleme gar nicht zulasten der Länder oder Kommunalhaushalte lösen. Es geht nur anders auch nicht. Alle müssen wir im Wesentlichen unsere Haushalte bei einer ja bei durchaus ordentlichen Steuereinnahmen. Wir wollen jetzt gar nicht in ein großes Lamento einsteigen. Sie sehen auch, die volkswirtschaftliche Steuerquote steigt langsam, aber immerhin, sie steigt ganz leicht an. Und deswegen haben wir ordentliche Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen, aber mit denen müssen wir halt auskommen. Und das ist das Prinzip, worauf sich die Koalition verpflichtet hat. Keine neuen Schulden ohne Steuererhöhungen. So, ich habe jetzt auf meiner Liste keine und Sie auch. Ach, die Steuerarten, Herr Miesner. Ja, also der entscheidende Unterschied im Verhältnis Bund-Länder liegt natürlich daran, dass Herr Minister immer gesagt hat, dass die Eigenmittelabführung beim Bund alleine eine Belastung darstellen. Länder und Gemeinden sind davon nicht betroffen. Das macht natürlich den großen Unterschied zwischen Ländern, Bund und Gemeinden aus. Und wir haben bei den Bundessteuern eher eine Seitwärtsbewegung im Aufkommen insgesamt. Ansonsten kann man jetzt nicht spezifische Steuerarten rausgreifen. Wir haben relativ stabile Entwicklung bei allen Steuerarten. Deshalb kann ich auf den ersten Blick auch jetzt nicht einzelne Steuern besonders hervorheben. Wir haben noch eine Frage bei Herrn Krumrey, bitte. Das Mikrofon kommt. Sie hatten ja die verschiedenen Risiken genannt, Infrastruktur, Bildung und so weiter. Wie viel fehlt Ihnen denn da insgesamt noch? Für die Legislaturperiode. Na gut, für die Bildung fehlt uns nichts. Wir haben das ja in den Einzelplan 60 eingestellt. In den Tranchen auf die Legislaturperiode bezogen. Beim Straßenbau haben wir, das muss ich mit dem Verkehrsminister noch im Einzelnen schauen, nun gibt es ja auf der anderen Seite die Bemühungen, die Maut auszuweiten, sodass wir da auch mit Mehreinnahmen rechnen. Aber ich kann Ihnen das jetzt auf den Betrag noch nicht sagen. Ich sage nur, und das habe ich schon bei der Einbringung des Bundeshaushalts im Parlament ja ausführlich erläutert, bevor wir über die großen Spielräume, die wir nicht haben, uns den Kopf zerbrechen, sollten wir zunächst wissen, wir haben keinen Grund, irgendwie pessimistisch zu sein. Wir haben auch gar keinen Grund, jetzt in irgendwelchen pessimistischen Szenarien zu machen. Wir haben eine gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung, 1,8% reales Wachstum, 2% im nächsten Jahr. Das ist für eine Volkswirtschaft wie die Bundesrepublik Deutschland mit dieser demografischen Entwicklung ein ausgesprochen gutes realwirtschaftliches Wachstum. Und entsprechend die Steuerquote sinkt nicht, sondern sie steigt leicht an. Also es gibt überhaupt keinen Grund zur Klage, aber es ist eben ein ehrgeiziges Ziel, in diesem Jahr ohne strukturelles Defizit und ab dem nächsten Jahr ohne Neuverschuldung auszukommen. Das ist ein richtiges Ziel. Aber dieses Ziel ist eben nicht dadurch weniger ehrgeizig geworden, weil wir jetzt schon seit einigen Monaten an diesem Ziel festhalten und schrittweise auch verwirklichen. Das ist ein bisschen die Gefahr der medialen Kommunikation, dass Themen, die schon seit 6 Wochen nicht mehr verändert sind, überhaupt keinen Neuigkeitswert mehr haben. Aber richtig sind sie trotzdem. Deswegen muss der Finanzminister gelegentlich durch Wiederholung daran erinnern, dass es so ist. Aber schon die alten Römer wussten, Repetitio, Mater Studiorum, also die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Okay, dann noch eine letzte Frage, die ich sehe, dann an Frau Wefers. Herr Minister, Sie sagten gerade, dass Sie mit Mehreinnahmen aus der Maut rechnen. Ich hatte das immer so verstanden, dass das eine belastungsneutrale Veranstaltung sein soll, wenn eine Maut eingeführt wird. Und die, gut, also ich sehe schon, die Frage ist angekommen. Ja, ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, dass wir planen, im Bereich der Lkw-Maut Anpassungen vorzunehmen. Und die sollen keineswegs aufkommensneutral sein. Und zu Mehreinnahmen führen. Darüber hinaus arbeitet der Verkehrsminister an einem Vorschlag, wie wir auch bei PKWs diejenigen, die sich an der Finanzierung des Straßensystems, Straßennetzes in Deutschland nicht beteiligen, an der Finanzierung beteiligen können, ohne dass dadurch für deutsche Kraftfahrzeughalter eine Mehrbelastung entsteht. Der Vorschlag ist mir noch nicht bekannt. Aber er ist Bestandteil
das mit den Rahmenbedingungen, von denen Sie einen Teil genannt haben. Also keine Belastung deutscher, Mehrbelastung deutscher Autofahrer. Soll übrigens auch nicht aufkommensneutral sein, dann wird es ja keinen Sinn machen mit dem Ergebnis. Sondern im Gegenteil, es sollte eigentlich jedenfalls nicht dazu führen, dass die Einnahmen aus geringer werden. Das wäre ja nun nicht gerade im Sinne des Koalitionsvertrages. Aber es ist halt schwierig. Wissen Sie, Mehreinnahmen ohne mehr Belastung ist auch so ein kompliziertes Ding, nicht? Generell. Ach, die Rechenarten, die Grundrechenarten, das ist furchtbar. Okay, dann sind wir am Schluss dieser Pressekonferenz angekommen. Wir danken für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.